Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing der Get Digital Box. Heute mal ja, etwas tiefer als gewohnt und komplett anonym. Ja, wie immer dieses Mal der Hinweis. Mir gehen immer mehr die Ideen aus, womit ich die Kisten öffnen kann. Deswegen haut einmal unten in die Kommentare rein, womit ich die Kisten dennoch aufmachen könnte. Ihr werdet dazu natürlich erwähnt oder dankend erwähnt, um es besser zu sagen. Und ja, heute öffnen wir die Box mit meiner Spiele-Lagerungskassette. Von den Game Boy Advance Spielen. Und ja, ich denke mal, es funktioniert. Guter alter Edelstahl tut seinen Dienst. Oh Gott, ey. Ich glaube, da war ich noch in der Leere, als ich das Ding zusammengebügelt habe. Ha. Okay, einräumen tue ich später. So. Ha. T-Shirt erstmal auf Seite. Oh, wir haben ja noch einen großen Karton im Karton. Und als erstes haben wir eine, was ist das? Dr. Strange Figur. Sieht man das irgendwie? Ja, so halbwegs. Mit dem guten Dr. Strange. Da habe ich jetzt einen Hulk, einen Iron Man, einen Deadpool, ja, von dieser Reihe. Aber der hier scheint nicht beleuchtet zu sein wie der Iron Man, aber das macht es ja nicht. Yeah, Batman Würfel. Und das ist sogar ein Spiel. Auch irgendwo deutschen Text. Rules to play. In the shadows of Gotham City is the Riddler planning his next crime. Who has discovered Batman's identity? Will the Joker escape from Arkham Asylum? With Rory's story cubes, Batman will decide the story. Roll all 9 cubes to create infinite tales featuring your favorite Batman villains, gadgets and locations. Okay, lassen wir das mal so im Raum stehen. Ja, dann haben wir hier seit Ewigkeiten mal wieder eine Keychain. Palace Arcade, wohl von Stranger Things. Keine Ahnung, ist an mir vorbeigegangen. Ja, dann haben wir hier eine wunderschöne Apothekenflasche. Felix Felicis Ölflasche. Die packen wir doch mal aus. Ich sag mal, ich habe hier auch noch diverse Apothekerflaschen rumstehen mit Absinth oder Merlauer Dragonerblut. Und den Merlauer Dragonerladen gibt es auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Deswegen schöne Grüße gehen raus an den Merlauer Dragoner, an den Carsten, falls du das jemals irgendwann siehst. Felix Fischers Liquid Luck und sagt mir absolut überhaupt nichts. Irgendwas mit Quidditch steht hinten drauf, also wird es Harry Potter sein. Voilà, da hat sich schon was versenkt. Wir haben wieder die offizielle braune Tüte. Randvoll mit Stuff. Na, komm aus. Komm aus, nicht wenigstens immer wieder gut wiederverwenden. So, wir haben einen sehr schönen Aufkleber. The front end, the back end. Sieht nicht immer alles so aus, wie es scheint. Oh ja, ja, und der Passierschein A38. Wie episch ist das denn? Oh, ja, nice. Nach Rundschreiben BLXIV. Oh, wie geil ist das denn?
Verjährlich sagen, yes, ich hab ihn. Und zweimal Civitas. Mal gespannt, wo die dieses Mal herkommen. Tuotjviac Kukulkia. Klingt wieder nach Lakritz. Das tun wir auch erst noch mal auf Seite. Das wird bestimmt das Plus-Item sein. Ah, wie man Rory's Cube Stories spielt, haben sie noch mal dabei gelegt. Schöne Ding. Ah, toll, jetzt kommt hier. Ja, dann haben wir hier. Where's the Wookie? Wo ist Wookie Walter? Dürfen wir jetzt hier, haben wir jetzt hier Wimmelbilder und dürfen den Wookie suchen. Oder so wie es aussieht, haben wir oben in der Ecke stehen, wen wir, na toll. Das ist ganz toll, weil ihr wisst ja, der hat mal ein nagelneues Handy, spielt die App auf und dann sagt das Handy so nach 5 Minuten, auf der WLAN-Verbindung hast du kein Internet. Ich kill mal die App, die du hast und mach dir mal das Live-Bild von deiner Kamera weg. Ja, nice. Technik, die begeistert. Jo, dann haben wir wieder eine, so wie es aussieht, Leseprobe Traumwächter von Kim Preyer. Auch wieder schön mit Bild über den Autor. Ich hoffe mal, ich halte es richtig hin. Ich befürchte, das ist auch wieder Stranger Things. Keine Ahnung, es ist ein Crossover mit Slenderman oder sowas. I don't weiß nicht. So, dann haben wir hier noch dieses Star Trek The Original Series. Oh, nice. Amok Time, Kirk vs. Spock, Bubbleheads. Hey, ich hoffe mal, man sieht es gut. Oh, sogar mit Knopf. Okay, Feature Fight Scene Music. Ah, okay, also wenn man hier wahrscheinlich noch eine Battery reinpackt, dann hat man die passende Musik dazu. Gibt auch eine halbe Tonne von Figuren, die man in der Richtung noch erwerben kann. Da brauche ich jetzt das Booklet hinter. Ah, okay, Glow in the Dark Upside Down. Also, wie ihr hier seht, sieht es nachts anders aus. Fans von Stranger Things wissen, dass man dem Upside Down besser fernbleibt, wenn man kann. Dein neues Shirt ist leider schon von der Schattenwelt verseucht worden. Tagsüber zeigt es ein nettes Wäldchen mit spielenden Kindern, aber bei Nacht wird der Horror sichtbar. Zum Glück bringt das Shirt dir auch tatkräftig Unterstützung gegen den Demogorgon mit. Q-Fig Dr. Strange erhöhte den Zeitstein, verhandelte 1000 Male mit dem bösartigen Dormammu und sah alle 4.605.000 möglichen Enden des Zusammentreffens von den Avengers und Thanos. Und ab jetzt schmückt Dr. Strange in Form einer coolen Q-Fig dein Regal. Felix Felicis Ölflasche. Felix Felicis ist ein sehr komplizierter und mächtiger Glückstrank aus Hogwarts. Trinkt man ihn, hat man eine gewisse Zeit lang pures Glück in allem, was man tut. Wenn du Okami Eier, ein Mörtlappratte und die anderen Zutaten zu Hause hast und dir Felix Felicis brauen willst, ist dies die richtige Flasche dazu. Ansonsten ist diese Flasche aber auch für Öle, Essig oder einen guten Schnaps ein sehr schönes Behältnis. Star Wars Wookie Wimmelbuch. Ein Wookie ist über 2 Meter groß, haarig und sehr laut und trotzdem flippt ihn ständig. Gerade eben saß er noch neben einem im Co-Pilotensessel und kurze Zeit später ist er verschwunden. Dann muss man ihn erstmal wieder suchen. Das kann zwar ganz schön dauern, aber macht auch viel Spaß, besonders bei solchen detaillierten Bildern, in denen man noch diverse andere Überraschungen finden kann. Aufkleber Frontend, Backend, das Sprichwort außen Hui, innen Pfui ist für Programmierer oft Alltag. Nach vorne raus müssen über die User oder Kunden alles toll aussehen, aber um den Code und das Backend gut zu machen, fehlen dann Zeit, Geld oder Muße. So werden hinter manchen schönen Programmen wahre Monster erschaffen. Das Palace Arcade will die Spielhallen von Hawkins, Will, Mike, Dustin und Co. sind in Stranger
benötigst dort natürlich Stammgäste. Nun kannst du dich mit deinem Schlüsselbund als Arcade- und Stranger Things-Fan outen. DC Comics Batman Story Dice. Es gibt über 7000 Comics zu Batman. Dazu diverse Serien, Bücher, Filme und Spiele. Die Anzahl der Geschichten zu dem dunklen Ritter scheint endlos und nun bist du an der Reihe, neue Geschichten hinzuzufügen. Story Dice sind ein sehr simples Spiel, in dem es darum geht, die Würfel zu werfen und dann die erwürfenden Symbole zu einer Geschichte zusammenzufassen. Klingt simpel, ist aber eine hohe und sehr unterhaltsame Kunst, die auch von echten Autoren und kreativen Köpfen genutzt wird. Kukulka Karamell, Bonbons mit Karamellhülle und Schokofüllung aus Polen. Okay, klingt auf jeden Fall schon mal besser, als wäre Lakritz drin. Und ja, das Wichtigste überhaupt, der Passierschein A38. Behördenwahnsinn ist wirklich keine Erfindung der Neuzeit. Schon im alten Rom gab es so manchen Amtsgang, bei dem man einfach nur wahnsinnig werden konnte. Diese formalen Passierscheine haben wir mit schier endlosen Papierkram direkt aus Italien importieren lassen. Solltest du mal Probleme mit einer Behörde haben, einfach Namen eintragen und vorlegen und dabei dann bitte möglichst ernst gucken. Das Ding ist absolut awesome. Loot-Geschichten 2 Traumwächter. Die Loot-Stories sind eine wachsende Sammlung von abgeschlossenen Kurzgeschichten, mit denen wir Möglichkeit geben, ihre Kunst unter Nerds und Geeks bekannt zu machen. Im zweiten Loot-Story schreibt Nachwuchsautor Kim Prayer von einer Gesellschaft, in der sogar die Träume vom Staat überwacht werden. Ja, und wie erwartet, die Star Trek ist das Upgrade. Oh, das nächste wird Zelda. Ich hoffe mal, es wird nicht so wie das Mario-Ding, sondern wirklich was Cooles, was mega, so wie das Blechschild, was ihr wahrscheinlich jetzt noch nicht mal seht, aber gehört habt. Vielleicht gibt es ja jetzt endlich das Masterschwert dazu. In der bekannten Folge Weltraumfieber oder auch Amok Time wird der ruhige und logisch denkende Spock zu einem emotionalen Wutbündel. Schuld sind natürlich die Hormone, die Vulkanier alle 7 Jahre dazu treiben, sich auf ihren Heimatplaneten zu vermehren. Die Enterprise fliegt also nach Vulkan und kurz darauf findet sich Captain Kirk im Todeskampf gegen seinen ersten Offizier wieder. Diese heroische Szene kannst du nun mit einem neuen Bubblehead-Figuren live auf Knopfdruck auch mit der Original-Filmmusik nachspielen. Ja, da bin ich nächstes Mal definitiv sehr auf das Upgrade gespannt. Das Zelda-Upgrade verbockt das nicht, Get Digital. Damit könnt ihr sehr, sehr viele Leute mit screwen. Wow, an sich schöne Box, nicht unbedingt immer meinen Geschmack getroffen, aber ich denke mal doch, dass hier für jeden was dabei ist. Die Story Cubes werde ich definitiv mit auf den nächsten Mittelaltermarkt nehmen. Dann hat man abends was mit den Kindern zum Zocken. Ja, dann war das Unboxing der Get Digital Box für den Juli. Man darf gespannt sein, was es im August gibt. Ich werde jetzt schön das Video schneiden und heute Abend dann mit gesammelten, wiedergefundenen Gameboy-Werken auf Sendung gehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr klicken müsst, wo die Abo-Box ist. Oder wenn ihr es hart braucht, könnt ihr jemanden auf die Glocke hauen. Ja. Ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein! To lose, to the light. Now I'm born.
Eltern.